So, Leute, ich grüße euch. Vielen Dank für den Hinweis. Mein Mic war noch auf Mute. Ja, schön, dass ihr reinschaut. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Nino, Hunter, Gollo, Phil. Cool, dass ihr da seid. Ja, ich bin soeben erst online gekommen. Und ja, wie ihr seht. Gollo, du kannst mich nur hören. Warte mal, ich check mal eben den Stream. So, müsste eigentlich laufen, auch mit Bild. Ich habe es jetzt eben mal auf meinem iPad getestet. So, ja, heute versuche ich mich mal an was Neuem. Ich habe ja noch ein bisschen, ich habe mich noch ein bisschen durch den Steam Sale gewühlt die letzten Tage. So. Hast du es schon gespielt, Phil? Es sieht halt sehr atmosphärisch aus und ich stehe halt total auf sowas. Ich finde es sehr, sehr geil, was ich bisher gesehen habe. Ich habe noch nicht viel gespielt, ich habe nur gestern Nacht noch ganz kurz reingeguckt und mich ein bisschen mit der Steuerung vertraut gemacht. Aber viel weiß ich über das Game noch nicht. Deswegen umso besser, wenn hier der ein oder andere dabei ist, der mir ein paar Tipps geben kann und mir ein bisschen helfen und über die Schulter schauen kann. Damit ich da ein bisschen besser vorankomme. Hey Sebastian, grüß dich. Wie geht's dir? Ah ja, okay. Das heißt, du hast auch schon ein bisschen auf Twitch zugeschaut. Oder sonst irgendwo dir irgendwelche Videos angeguckt. Hunterfire, hey cool. Da habe ich ja einen Experten mit dabei. Das ist natürlich super. Das freut mich doch. Ich denke, da werde ich doch auf eure Hilfe angewiesen sein. Das Game ist halt... Ich bin ja sowieso generell nicht so Survival-Game-Kampferprobt, ne? Also meine Game-Historie hat nicht viel Survivals mit inbegriffen. Hatte aber schon seit langem mal Bock drauf. Und bei Subnautica, beziehungsweise Subnautica, hat mich halt die Atmosphäre jetzt mega angetan. Jetzt war das Ganze noch im Steam-Sale für mega wenig. Und von daher... Musste ich einfach mal zuschlagen und ein bisschen reingucken. Das können wir jetzt gleich gemeinsam tun, wenn ihr Bock drauf habt. Natürlich werde ich auch die nächste Zeit weiterhin Steep zocken, vor allem mit denen, die jetzt auch Steep zu Weihnachten bekommen haben. Alles klar, Sebastian, danke für den Hinweis und überhaupt kein Problem. Umso mehr freut es mich, dass du jetzt wieder reinschaust. Und ja, ich war ja auch die letzten Tage und bin auch jetzt diese Woche noch nicht so regelmäßig am Stream. Es ist halt jetzt gerade Weihnachten und Neujahr und da ist alles so ein bisschen unregelmäßig. Aber ich werde definitiv dann ab nächster Woche, ab Anfang Neujahr, werde ich auch wieder regelmäßige Zeiten posten und dann werde ich wieder sehr regelmäßig streamen ab nächster Woche. Hallo Weidoppel, ich grüße dich. Wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. So, von den Einstellungen her ist halt... Ich habe jetzt gestern, wie gesagt, kurz reingeguckt in das Game, mich ein bisschen mit der Steuerung vertraut gemacht, Einstellungen angeguckt. Viel einstellen kann man nicht. Es ist ja auch immer noch so eine Early Access Version. Qualität. Ich muss mal gucken, hier und da laggt es ein bisschen, aber ich denke, für den Stream müsste das ausreichend sein. Da kann man sowieso nur in 30 Frames pro Sekunde streamen. Zumindest ich als Nicht-Twitch-Partner. Insofern, wenn die Frames mal ein bisschen runterbrechen, sollte man das eigentlich nicht merken auf dem Stream. Ja. So, ich werde mich jetzt gleich mal hier einloggen. Ja, Nino, ne? Das wäre fette. Bald die 350. Und bei der 400-Follower-Marke, da werde ich definitiv eine kleine Aktion starten. Bisher haben wir das Ganze ja immer bei Steep gemacht mit den Ingame-Kostümen, aber bei der 400-Follower-Marke mag ich definitiv das ein oder andere Giveaway verlosen. Da lasse ich mir noch was einfallen, aber das werde ich dann ein bisschen mehr zelebrieren. Und ja, schauen wir mal, ne? Wie gesagt, die letzten Tage habe ich nicht so regelmäßig streamen können und auch nicht so viel Uptime gehabt, wie die Wochen davor, bevor ich nach London ging in meinen Urlaub. Aber ab nächste Woche bin ich wieder sehr regelmäßig online. Ja, dann würde ich sagen, ich starte jetzt mal gemütlich das Game. Wie gesagt, ich bin total neu in Subnautica, habe mir nur kurz die Steuerung angeguckt.
kleines bisschen mich so mich reingespielt, aber noch nicht viel. Deswegen habe ich jetzt auch noch kein Savegame. Ich fange jetzt nochmal von vorne an. Und gerne könnt ihr mir ein bisschen unterstützen, mir ein paar Tipps und Tricks geben, vor allem an die, die das Game schon kennen. Da würde ich mich drüber freuen. Und dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Spaß gemeinsam hier auf dem Stream. Ja, das freut mich zu hören, Sebastian. Ich finde es auch cool, dass ihr immer mit am Start seid und dass wir hier miteinander interagieren können. Hunter, das ist ein guter Tipp. Zum Anfang sammel einfach alles, was du siehst. Ja gut, Leute, dann lege ich mal los, ne? Also ich starte jetzt wirklich von vorne hier. Start a new game. Dann würde ich denke mal, der normale Überlebensmodus ist der richtige, ne? Das andere ist ja vielleicht für später interessant. Hier gibt es noch ein freies Spiel. Wieder Überlebensmodus, bloß ohne Hunger und Durst. Gut, okay, dann ist es ja nicht mehr richtig ein Survival-Game. Dann gibt es den Hardcore-Modus. Mit nur einem Leben, okay. Also nichts für mich. Und der Kreativmodus ist natürlich auch sehr geil, ne? Da kann man sich richtig austoben. Alles klar. Alright. Snowcake, hey, cool, dass du da bist. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Da habe ich ja jetzt das richtige Game für dich, ne? Da hast du jetzt was richtig Schönes, Atmosphärisches. Und von daher lehn dich zurück, chill noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, du hast dein Flash-Food griffbereit. Und dann wünsche ich dir viel Spaß. So, ich starte das Game. So, wenn der Ingame-Sound oder sonst irgendwas nicht richtig abgemischt ist, wenn irgendwas zu laut ist, dann sag mir bitte Bescheid, damit ich das anpassen kann. So, ich muss jetzt irgendeine Taste drücken, um fortzufahren. So, wir konnten uns noch gerade in die Rettungskapsel retten. Und haben uns jetzt vom Mutterschiff losgesprengt. So, da fliegt uns ein Feuerlöscher um die Ohren. Okay. Knockout. Und da kommen wir wieder zu uns. Genau, okay, diese Szene kenne ich, wie gesagt, ich habe ja gestern Nacht noch ein bisschen hier reingespielt, um mich mit der Steuerung vertraut zu machen. Hier brennt es in der Kapsel, ich muss jetzt den Feuerlöscher nehmen. Und das Feuer löschen. So, alles klar. Greetings, Survivor. Great job not dying. So, mein PDA wird hochgefahren. Sebastian, das freut mich zu hören, danke. Okay. Ja, ich habe mich auch echt die letzten Wochen sehr damit vertraut gemacht und sehr viel rumprobiert, den Stream richtig einzustellen, damit ich euch so eine bestmögliche Qualität liefern kann und ich werde die nächsten Wochen echt stetig mein Equipment upgraden, deswegen habe ich jetzt auch angefangen, ein paar Goals, also Donation Goals hochzuladen, weil ich habe da noch sehr viel Luft nach oben, um euch noch geilere Qualität zu liefern in Zukunft. Paul zockt jetzt, grüß dich, ne? Ah, du bist Paul Thieme, alles klar, hey WB, cool, dass du da bist, cool, dass du reinschaust. So, mein PDA, beziehungsweise PDA, ist hochgefahren, ja. Ich habe hier mein Inventar, da habe ich bereits den Feuerlöscher. Hier habe ich die Baupläne. Hunter, da wirst du mir sicherlich unter die Arme greifen können die nächste Zeit, was Baupläne angeht. Du hast ja schon gesagt, du kennst alle. Von daher umso besser, dass ich die Unterstützung von euch habe. Hier ist das Log, die Galerie. Man kann ja viele Screenshots machen in diesem Game. Da freue ich mich auch schon drauf. Und hier ist eine Datenbank. So, was ich halt schon gemerkt habe, das Game ist ziemlich, es lässt einen so ziemlich alleine auf sich eingestellt, ne? Man wird nicht wie in so einem Game, wo es Schlauchlevel hat, von einem Punkt zum nächsten geleitet. Man muss hier selber sich ein bisschen zurechtfinden, ne? Ich gehe jetzt mal hier nach draußen, kletter nach oben.
und schaue mich erstmal ein bisschen um. Da drüben ist das abgestürzte Mutterschiff. Die Aurora hat einen katastrophalen Hüllenschaden erlitten. Ursache? Unbekannt. Keine menschlichen Lebenszeichen im Umkreis von 100 Metern. So. Hallo LP, schön, dass du reinschaust. Freut mich, dass es dir gut geht. Bei mir ist auch alles klar. Danke. Sebastian, okay, hau rein. Bis gleich. Okay, Zeit. 3 Stunden seit Aufschlag auf Planetenoberfläche. Zustand der Flugkapsel, Rumpf unbeschädigt. So, jetzt konnte ich das nicht zu Ende lesen. Ist schon wieder verschwunden. Ich jump mal ein bisschen ins Wasser und fang mal an, ein bisschen meine Umgebung zu erkunden. Ganz kurz ein bisschen mich hier umschauen. Ja, wer die letzten Woche reingeschaut hat, der weiß ja, dass ich viel Steep gestreamt habe, wo wir ein sehr schönes atmosphärisches Game hatten mit viel Schnee und Bergen. Und jetzt mal so ein kleiner Kontrast, was völlig anderes, aber auch sehr schön, sehr atmosphärisch. Wir befinden uns in einer Unterwasserwelt. Und ich fange jetzt mal an, meine ersten Ressourcen zu sammeln. Was ich halt auf jeden Fall brauche, ist Nahrung und Trinken. Das heißt, ich muss jetzt hier... Ups. Ich muss jetzt Fische fangen. So, hier haben wir schon den ersten, den Klubscher. Genau, dann muss ich anfangen, Schrott einzusammeln, damit ich das verwerten kann. Ich werde nämlich relativ schnell Titan brauchen. So weit bin ich gestern gekommen. Und das bekomme ich aus den Schrottteilen. Oh, shit, das habe ich vergessen, auf die Luft zu achten. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Also, okay, Leute. Ich habe gleich gemerkt, dass man nicht endlos Sauerstoff hat. Vor lauter Quatschen bin ich jetzt gleich verreckt. Ist aber egal, spielt keine Rolle. Ich habe ja noch nicht viel gemacht. Ich jump hier wieder runter. Und weiter geht's. Wie gesagt, ich fange jetzt mal an, die Schrottteile einzusammeln. Und ich muss mir echt angewöhnen, halt immer auf die Sauerstoffanzeige zu achten. Denn da habe ich noch sehr wenig. Ne? Ich habe gerade mal 45 Sekunden Zeit. Und das geht halt mega schnell vorbei. Vor allem, wenn man sich hier so ein bisschen umschaut und ein bisschen ins Staunen kommt. Hier bei dieser geilen Atmosphäre. So, hier haben wir nochmal ein Schrottteil. Genau, er stirbt direkt. Aber das gehört ja dazu, das seid ihr ja auch von Steep gewöhnt. Aber das gehört halt bei so einem Stream, wo man auch sehr viel mit dem Chat interagieren will und am Reden ist, dann passiert es halt hin und wieder. Das juckt mich selber eigentlich nicht. So, ich habe den Blasenfisch eingefangen, ich habe eine neue Kreatur entdeckt. Sieht halt immer super lustig aus, wie er die Fische in der Hand hält. So, hier ist meine Kapsel. Ich fange mir jetzt noch ein paar Fische, damit ich ein bisschen Nahrung und Trinken herstellen kann. Dann versuche ich, die Schrottteile zu entwerten. Und dann schauen wir weiter. So, hier den Klubscher noch. Okay, für ein Messer brauche ich einen Silikongummi, richtig. Wo bekomme ich denn das Silikon her, Hunter? Kann ich ja gleich nochmal nachschauen. Ich gehe jetzt gleich wieder in meine Kapsel und dort sehe ich dann auch die ganzen Baupläne. Attention, detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage sustained during collision. Continuing to monitor. Alles klar. So, ich muss echt drauf achten und mir angewöhnen, immer die Sauerstoffanzeige im Auge zu behalten. So, ich gehe mal wieder zurück in die Kapsel.
Hier habe ich dieses Kommunikationsrelais, aber das ist beschädigt, um das zu reparieren. Ja, brauche ich das Repair-Tool. Das muss ich mir erst noch herstellen. Auch um die Fluchtkapselsysteme wiederherzustellen, brauche ich das Reparaturkit. Ja. Okay. Aus zweimal Windranken. Oh, ist ja perfekt, dass ich den Hunter hier am Start habe. Der kann mir richtig, richtig gut Tipps geben und unter die Arme greifen. So, genau. Titan kann ich herstellen. Das brauche ich ja für das Repair-Tool. Das werde ich gleich machen. So, ja, das ist das hier für Silikongummi brauche ich zweimal Schlingpflanzen-Samenbüschel. Genau. Da musst du mir jetzt auch gleich einen Tipp geben, wenn ich jetzt gleich wieder weitertauchen gehe, wo ich das herkriege. Naja, gut, vermutlich bei den Schlingpflanzen. Glas, Desinfektionsmittel, Magnesium, emailliertes Glas. Okay, okay. Es gibt erweiterte Materialien, Elektronik. Was ich auch auf jeden Fall noch machen muss, ist so schnell wie möglich. Gut, zuallererst mache ich mir jetzt Nahrung und Trinken, damit ich mich gleich versorgen kann. So, hier sind die Werkzeuge. Luftblase. Wo haben wir das? Ja, genau. Hier ist das Reparaturwerkzeug. Das muss ich herstellen. Das ist wahrscheinlich wichtig. Dazu brauche ich, also Titan habe ich bereits. Ich brauche Magnesium. Und ich brauche Kracherfischpulver. Hunter, kannst du mir sagen, wo ich das Kracherfischpulver finde? Alles klar. Danke für den Hinweis. Hallo Pat, grüß dich. Alles klar bei dir? Genau, hier kann ich einen Lagerbehälter erstellen, damit ich noch ein kleines zusätzliches Lager habe. Wo ist denn nochmal die Sauerstoffflasche? O2-Flasche, genau. Dazu brauche ich Glas und Titan, alles klar. So, ein bisschen was zu futtern habe ich mir jetzt hergestellt, allerdings nicht so viel. Ja, den Schrott, den kann ich eben noch schnell verwerten. Hallo Mikey, grüß dich. Cool, dass du reinschaust. Alles klar bei dir? Jetzt könnte ich einen Titanbarren herstellen, ne? Aber ich brauche ja das normale Titan gleich. Von daher lasse ich das mal sein. Ja, wie gesagt, ich spiele das hier ganz neu, das Game. Insofern, falls ihr schon mit dem Game vertraut seid, dann könnt ihr mir natürlich gerne Tipps geben. Hey Pat, danke dir. So, es ist Nacht geworden inzwischen. Es ist dunkel und wir sehen die leuchtenden Lebewesen und Pflanzen in unserer Umgebung. So, hier, das sind richtig coole Kreaturen. Ich glaube, nur von denen muss ich mich in Acht nehmen, ne? Ja, genau. Sauerstoffanzeige natürlich nicht außer Acht lassen. Oh. Das war jetzt nicht gesund. So, ich muss was essen. Sollte ich vielleicht jetzt nicht hier unter Wasser tun. Wegen der Sauerstoffanzeige. Und ich würde sagen, ich verbringe jetzt erstmal ein paar Minuten mit Fische sammeln, damit ich genug zu essen habe. So, das war nicht viel, was ich hier hatte. Das heißt, ich drehe jetzt hier so ein bisschen meine Runden durch das Wasser und fange mir ein paar Fische.
habe eine neue Kreatur entdeckt, nämlich den Bumerang. So, ich sollte echt schauen, dass ich so schnell wie möglich mir die Sauerstoffflasche basteln kann. Dazu brauche ich noch Glas. Hunter, kriege ich das Glas aus... aus was kriege ich das? Just Immo, grüß dich. Alles klar bei dir? Ja, Mike, sieht auf jeden Fall so aus. Also, ich spiele es jetzt gerade sozusagen zum ersten Mal. Ich habe nur gestern Nacht noch kurz reingeguckt, aber sonst kann ich noch nicht viel dazu sagen, aber es sieht schon mal sehr cool aus und sehr interessant. No Man's Sky habe ich gespielt gehabt auf der PlayStation, aber hat mich echt gar nicht gepackt, muss ich ehrlich sagen. Es hat ja auch ziemlich viel Kritik eingesteckt, berechtigte Kritik. Oh, teilweise sind die Fische gar nicht so easy zum Einfangen, ne? Sauerstoffanzeige nicht aus den Augen verlieren. So, da habe ich einen. Aus zweimal Quarz, alles klar. So, die Sonne geht wieder auf. Es wird langsam heller, auch hier unten im Wasser. Ja, dann fange ich jetzt an, mal ein bisschen abzubauen und sobald mir ein... Ja, genau, hier ist das Quarz. Aus dem kann ich das Glas rausholen. Aus zweimal Quarz, alles klar. Hunter, du bist meine Rettung. Ohne Scheiß, sehr geil. Auch an alle anderen, die hier zugucken und mir den einen oder anderen Tipp geben. Wie gesagt, ich habe hier total frisch angefangen in dem Game. Und bin auch generell nicht wirklich Survival Games erfahren. Aber ich wollte einfach was Neues ausprobieren. Ich hatte Bock auf ein neues Genre, auf ein komplett neues Spiel. Subnautica hatte ich wirklich gar nicht auf dem Schirm. Absolut gar nicht. Ich habe es im Steam Sale gefunden. Und jetzt schaue ich mir das Ganze mal an. Kann ich damit was anfangen? Nee. Sind das jetzt... Das sind aber nicht die, du vorhin gemeint hattest, oder? Hey, Silberdrecken, grüß dich. Ja, genau. Du hast recht, der Schnee ist geschmolzen, ne? Wir haben die Erderwärmung und die Polkappen schmelzen und da sieht man, was dabei rauskommt. Wir befinden uns hier im Ozean. Ich mache mich noch ein bisschen mit dem Spiel vertraut, Leute. Ich schwimme hier noch ein bisschen planlos in der Gegend rum. Versuche, den einen oder anderen Fisch zu fangen und wenn ich hier irgendwo Quarz entdecke, so wie da, das abzubauen. Titan brauche ich noch. So, was habe ich noch? 18 Sekunden. Nehme ich das hier eben noch mit und dann gehe ich wieder hoch. Und dann kann ich mir ja auch gleich schon meine Sauerstoffflasche basteln, damit ich ein bisschen mehr... Oh, jetzt wird das Ganze wieder super knapp. Das unterschätzt man halt wirklich. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay. Genau, die Sommeredition von Steep. Was meinst du, dass es die nicht sind? Ach so, diese... Die Dicken da mit dem... Weiß ich, welche du meinst. So, Ausrüstung. So, das Glas muss ich jetzt erst herstellen, hier bei den Ressourcen. Ja, genau da. So, jetzt kann ich meine O2-Flasche herstellen und man sieht, ich habe jetzt 75 Sekunden Zeit. Das ist natürlich sehr geil.
Das ist ja fast doppelt so lange. Was ich mich nur wundere, das habe ich mich gestern schon gefragt, wo ich hier kurz reingeguckt habe. So weit war ich nämlich auch schon. So, genau. Hunter, vielleicht kannst du mir das sagen. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, diese O2-Flasche anzulegen, ne? Also auszurüsten. Oder auch nicht, aber dennoch habe ich hier die 75 Sekunden jetzt an Sauerstoffvorrat. Das heißt, das spielt jetzt gar keine Rolle, oder wie? Ob ich das angelegt habe oder nicht? Ich kann das natürlich anlegen, dann habe ich halt hier im Inventar mehr Platz, ne? Das ist dann der einzige Vorteil. Aber sobald man das im Inventar hat, dann greift auch der Effekt, ist das so? Puh, Sebastian, was hast du alles verpasst? Hey, ich weiß nicht, ich bin schon einmal gestorben. Weil ich gleich zu Beginn die Sauerstoffanzeige außer Acht gelassen habe. Ich muss mir was zu futtern machen. Ich kann einen Blasenfisch mir zubereiten. Und einen Bumerang kochen. Was haben wir hier? Okay, das ist ein neues Rezept. Sieht zum Trinken aus. Ja. Trinken bekomme ich. Wo bekomme ich das nochmal raus? Ich glaube beim Blasenfisch, ne? Also da muss ich jetzt nochmal ein bisschen. Bevor ich richtig losstarte, muss ich mir jetzt mal einen Vorrat hier an Versorgung anlegen. Hier jetzt noch ein paar Fische. Hunter, vielleicht kannst du mir ja ein paar Tricks geben oder ein paar Tipps, wie ich besser die Fische fangen kann. Die sind teilweise gar nicht so easy zu catchen. So, was schreibst du jetzt? Eine Fahrzeugstation musst du auch noch bauen, um eine Seemotte zu bauen. Aber dafür brauchst du viele Sachen. Oder du baust einen Scanner und suchst zweimal Fragmente mit mobile Fahrzeugstationen. Dann kannst du sie einfach so herstellen. Alles klar. Ha! Den kann ich nicht einfangen, ne? Ne. Komm her. Neue Kreatur entdeckt. Den Garyfish. Alles klar. So, hier haben wir nochmal Schrottteile. Die sammle ich auch ein. Ja, genau. Titan muss ich mir noch ein bisschen einsammeln. So, das ist doch schon wirklich spürbar, dass ich jetzt 75 Sekunden Sauerstoff habe. Im Vergleich zu 45, ne? So, diese Teile hier geben Titan oder Erze. Oder Blei. So, hier haben wir einen kleinen Tunnel, aber da gehe ich jetzt doch erstmal schnell Sauerstoff holen. So, was ich brauche, sind die Blasenfische, ne? Aus denen kann ich Trinken herstellen. Wo haben wir die? Da ist einer. Ist auch nochmal ein. Oh. So, jetzt muss ich mir erst einen kleinen Vorrat ansammeln, bevor ich mich auf andere Dinge konzentrieren kann. Ja, die haben teilweise echt super lustige Namen, ne? Das hier ist der Klubscher, dann haben wir den Blasenfisch, den Garyfish. Bin gespannt, was da noch alles kommt. An Tiere, an Fische, an Lebewesen oder Pflanzen. So, ich werde mich mal ein kleines Stückchen weiter von der Rettungskapsel entfernen. Hier haben wir noch mal ein bisschen Schrott rumliegen. Das
macht mein Inventar. Das ist eigentlich gleich voll. Das heißt, ich werde mich gleich wieder zurückbegeben, aber will eigentlich noch den einen oder anderen Fisch schnappen. Vor allem halt den Blasenfisch. Da ist nochmal einer, jetzt muss ich wieder auftauchen. Ja, das auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr ähnlich wie No Man's Sky. Generell halt, wie diese Survival Games. Aber No Man's Sky hat halt mega viel drauf Wert gelegt, halt auf dieses Riesenuniversum mit Abermillionen von Planeten, jeder anders. Aber dadurch habe ich das Gefühl, ist halt ein bisschen das Gameplay an sich dort untergegangen. Ne? Hier fokussiert man sich halt nur auf eine kleine Welt, sage ich jetzt mal, aber hat das Ganze, so wie es aussieht, ein bisschen detailreicher und vom Gameplay her interessanter gestaltet. Ich hatte zwar so die ersten paar Stunden bei No Man's Sky, hatte ich schon Spaß, aber mich hat es total schnell nicht mehr gepackt. Mal gucken, wie es bei dem Spiel hier ist. Dieses Spiel hier gefällt mir zumindest von der Aufmachung her ein bisschen besser. Ah, Silber, alles klar. Ja, nun ist es komplett raus, ist halt immer noch in der Frühentwicklungsversion. So, ich muss mir mal ein paar Flaschen Wasser herstellen, damit ich wassertechnisch versorgt bin. Essen muss ich auch gleich wieder. Ja, Leute, ich hoffe, euch allen geht's gut, ne? Ich hoffe, ihr habt alle die Weihnachtsfeiertage gut rumgebracht. Hattet schöne Tage, habt gut gegessen, seid gut versorgt gewesen. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es schon wieder rum ist. Es ist auch meistens verbunden mit Stress und ja, viel Essen halt. Aber es war schön. Ich hatte schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr auch, Leute. So, wo kriege ich jetzt nochmal das Magnesium? Ach so, jetzt müsste ich vielleicht mal... So. Ah ja, für das Magnesium brauche ich Salzvorkommen. Hunter, falls du jetzt gerade da bist oder sonst jemand anderes, was ist denn jetzt so das Erste, was ist denn jetzt so das Erste Wichtige, was ich herstellen soll? Was ist das Essentielle? Ist es das Repair-Tool? Oder sonst irgendein Vehikel. Ja, Just Immo, da hast du vollkommen recht. Und das Feeling hatte ich total schnell nach dem Game. Ich habe es nach ein paar Stunden habe ich es nicht mehr weitergezockt, weil es mich voll nicht gepackt hat. Ja, WB Mike. Ach was, der im Englischen heißt der Blasenfisch Air Sack. Ach geil. Ja, Silber, ne? Ich irgendwie, und ich war halt, obwohl ich schon eine schöne Weihnachten hatte, es war alles cool, aber ich war auch gar nicht in Weihnachtsstimmung so. So, jetzt muss ich mal ein bisschen was futtern. Noch ein bisschen was trinken. Und jetzt darf ich theoretisch auch gleich wieder neues Trinken herstellen. Also ich muss auf jeden Fall immer darauf achten und jede Gelegenheit nutzen, einen Fisch zu fangen. Denn die Vorräte sind relativ schnell aufgebraucht, beziehungsweise die Ressourcen sind relativ schnell verbraucht. Ja, also zuerst solltest du dich wehren können, deshalb solltest du ein Messer bauen. Alles klar. So, bleib mal hier über. Genau. Hey, wieso geht ihr immer wieder rein? Was ist da los? So. Ein Messer soll ich zuallererst bauen. Überlebensmesser. Ach so, und dazu brauche ich den Silikongummi. Und das Silikon wiederum bekomme ich von den Schlingpflanzen, hast du gesagt, richtig? Ja, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg und suche mir ein paar Schlingpflanzen. Ich nehme mal an, das sind die hier, richtig? Nino. Habe ich das richtig interpretiert?
Das ist doch das, was man unter einer Schlingpflanze versteht, oder? Kann ich aber nichts abbauen. Ja, das sind die. Okay. So, und wie bekomme ich das Silikon da raus? So, hier haben wir noch ein paar Erze. Dann farme ich die auch eben gerade mal noch. Ne, das war ein Salzvorkommen. Okay, das ist auch gut, das brauche ich nämlich. Das hört sich nicht gut an. Wow, okay. Jetzt weiß ich auch, warum du gesagt hast, ich müsste mich zuallererst wehren können. Ich schwimme mal weg. Ich hoffe, der Typ, beziehungsweise der Fisch, haut wieder ab. Ja. Da sind so gelbe Dinger dran. Alles klar, schaue ich mir gerade mal an. Ah ja, jetzt sehe ich das. Das sind die, die da leuchten. Alles klar. Und es ist schon wieder Nacht geworden. Es ist schon wieder dunkel. Und da sieht man auch schön diese Dinger aufleuchten. So, und aus denen kann ich mir dann das Silikon rausziehen. So, jetzt ist mein Inventar gleich voll. Ja, Sebastian, Ark werde ich definitiv anfangen. Ich habe es mir bereits gekauft. Und habe vor, ab Januar auch Ark zu spielen und zu streamen. Okay, die lokale Strahlenmesswerte sind sehr stark. Und ich ahne nichts Gutes. So, ich muss gleich noch ein bisschen Musik im Hintergrund anmachen. Ich habe jetzt gemerkt, dass hier ingame-mäßig nicht viel Sound mit dabei ist. Ja, Silber, du sagst es. Da bin ich mal gespannt, was da noch so alles kommt, ne? Es fängt ja schon mal gut an. Ah, Sebastian, perfekt. Dann bist du ja eine richtig gute Unterstützung, wenn ich Ark streamen werde. So, für die, die Subnautica schon so gut kennen, wie jetzt der Hunter zum Beispiel, da bitte ich ein bisschen um Geduld. Wie gesagt, für mich ist das alles hier ganz neu. Ich muss mich da jetzt erst noch so ein bisschen reinspielen und mit allem vertraut machen. Okay, das war jetzt gerade mal ein Silikongummi, den ich hier rausgekriegt habe. Okay, das war nicht viel, aber ich glaube, ich brauche auch nur. Wo ist das? Ausrüstung? Ah, Werkzeuge, hier ist es wahrscheinlich, ne? Ah ja, okay, perfekt, das haut hin. Sehr schön, jetzt habe ich mein Überlebensmesser. Ah ja, genau, das habe ich hier in der Schnellzugriffleiste, alles klar. Ah, alles klar, passt. Was kann ich noch... Achso, ja, den Schrott muss ich noch verwerten, damit ich auch wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar habe. So, Hunter, was meinst du, was ist das nächste essentielle Tool zum Herstellen? Hallo Paul, grüß dich, alles klar bei dir? Glas brauche ich noch, richtig? Hier ist das Magnesium.
Kupferdraht. Jetzt muss ich gleich wieder ein bisschen Fische fangen gehen, um mich weiterhin versorgen zu können. Ein Handscanner ist das nächste, alles klar. Crab Squids, alles klar. Hast du das im Englischen gespielt, Hunter, das Game? Nehme ich mal an. Weil du vorhin auch schon meintest, wegen den Airsex. Also als nächstes ist ein Handscanner und ich schaue mir mal eben die Baupläne an. So, wo haben wir den Handscanner? Haben wir eigentlich eine Suchfunktion? Nee, aber das ist vermutlich hier. Das ist die Taschenlampe und das ist der Scanner. Das ist der, den du meintest, nehme ich mal an, richtig? Oder was haben wir denn sonst noch? Hier ist das Reparaturwerkzeug, das ich auch noch sehr bald benötige, nehme ich mal an. So, okay, für den Scanner brauche ich noch eine Batterie. Und für die Batterie wiederum brauche ich zwei Säurepilze. So, das ist jetzt die Frage. Wo finde ich Säurepilze? Hier. Da haben wir sie doch schon. Wie viel brauche ich? So viel waren es nicht, ne? Ich brauche eine Batterie und eine Batterie wiederum benötigt zwei Säurepilze. Dann müsste das eigentlich passen. Oh, ich raff das mit dem Auftauchen noch nicht. Wieso geht er immer gleich wieder runter? Okay. Genau, die Batterie kann ich herstellen und dann kann ich den Scanner herstellen. Dann mache ich das doch gleich. Aber ich versuche eben noch den einen oder anderen Fisch einzufangen. Idealerweise einen Blasenfisch, damit ich gleich wieder Trinken herstellen kann. Sieht cool aus, ne, Phil? Also vom Setting her und die Atmosphäre, die gefällt mir sehr gut bis jetzt. Definitiv. Es ist halt auch so eine gechillte Atmosphäre irgendwie, ne? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in echt tauchen war. Ich war bis jetzt einmal tauchen. Also richtig mit Sauerstoffflasche. Und also nicht so übertrieben tief. Wie tief war das? Ungefähr 7, 8 Meter. Aber das ist schon, das ist tiefer als man denkt. Wenn man mal so in 7, 8 Metern Tiefe taucht mit Sauerstoffflasche und in voller Tauchmontur, dann ist das schon richtig geil. Und dann waren wir auch in so einem Korallenriff tauchen und es war halt eine sehr, sehr geile Atmosphäre. Das ist halt, du schwebst wie in einer anderen, du schwebst durch eine andere Welt. Du bist da komplett, du kannst mega krass abschalten. Das ist eine ganz geile Atmosphäre. Haben wir hier jemand unter uns, der in echt taucht oder mal tauchen war? Komm her. So, den kann ich ja nicht catchen. Nee, aber den hier, den Bumerang. Na? So, ich zock das mit Maus und Tastatur. Ich könnte es theoretisch auch mit dem Controller zocken. Das muss ich mal testen. Ich denke, das Game könnte man sicherlich auch gut mit Controller zocken. Es gibt auch verschiedene Biome, da leben die Crazy Creatures, alles klar. Silber, kann man das im Multiplayer zocken? Ich glaube fast nicht. Also ich weiß es zumindest nicht. Ich habe jetzt noch nirgends die Einstellung gesehen gehabt, dass man es Multiplayer zocken kann. Das wäre natürlich noch viel geiler, ne? So, hier sind ganz viele Blasenfische. Oh, da ist aber irgendwas, das gefällt mir gar nicht. Da hau ich dann doch gleich lieber mal ab. So, ich habe ja... Du hast ja gesagt... Ah ja, genau, okay. So, mit der rechten Maustaste, alles klar. Ja, Phil, ne? Das wäre natürlich geil, wenn das auch für die PS4 rauskommt. Achso, was wollte ich machen? Genau, ich wollte ja noch den einen oder anderen Fisch fangen, um mir noch ein bisschen Nahrung und Trinken herzustellen. Und dann gehe ich in die Raumkapsel zurück, denn dann kann ich eine Batterie und dann den Handscanner herstellen.
Und dann schauen wir weiter und dann mal gucken, was wie die nächste Anweisung vom Hunter lautet. Oh. Das klingt gar nicht gut. Oh shit, da wird ein Countdown runtergezählt. Ich vermute mal... Oh fuck, 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 fuck. Ich vermute, ich hätte mich in meine Rettungskapsel zurückziehen müssen, oder? Okay, das ist nochmal gut gegangen, so wie es ausschaut. Hey Gollo, WB. Ah ja, Kracherpulver wollte ich auch noch. Stimmt. Gott sei Dank habe ich euch Leute, die immer schön mit aufpassen. So, ich kann eine Floating Air Pump herstellen. Ah ja, die Translation ist noch nicht komplett, ne? Einiges ist noch in Englisch. Ist ja nicht weiter tragisch. Ach so, und ein Lager kann ich natürlich auch herstellen. Wo ist denn jetzt die Batterie? Ich muss mich noch ein bisschen mit dem Menü vertraut machen. So, ich brauche eine Batterie und dann den Scanner, alles klar. Einsetzbares. Nee. Elektronik, da haben wir es. So, ich stelle eine Batterie her. Moin Kickflip, alles klar bei dir? Oh shit, was habe ich für einen epischen Moment verpasst? No! Schade. So, die Batterie habe ich hergestellt. So, den Scanner kann ich mir jetzt herstellen. Ich nehme an, hier bei Ausrüstung. Ne, bei Werkzeuge. Ja, ne, die Aurora ist explodiert, das Mutterschiff. Scheiße. Darf ich nicht zu nah dahin, wegen der Strahlung, richtig? Okay, also ich habe jetzt den Scanner und habe ihn hier bereits auf der Schnellzugriffstaste. Warte mal, ich mir den jetzt... Sieht so witzig aus. Genau, ich wollte ja eigentlich mich aufmachen und ein bisschen Kracherpulver einsammeln. So, hier haben wir das, die Aurora, die leider inzwischen gar nicht mehr gut aussieht. Okay, also in die Richtung sollte ich mich nicht begeben. Das Kracherpulver, wo war das Kracherpulver nochmal? Aber zuerst muss ich wieder ein bisschen für Nahrung sorgen. Und mit was außer den Blasenfischen kann ich denn noch Trinken herstellen? Oh, das hört sich gar nicht gut an. Da ist irgendwas hinter mir her.
Okay, wenn sobald ich einen Strahlenanzug habe, dann kann ich rein. Alles klar. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. So, meine jetzige Prio ist wirklich erstmal ein paar Fische einzusammeln, um Essen und Trinken herzustellen. Hunter, kann ich noch mit etwas anderem? Oh, mein Inventar ist voll. Scheiße. Ja, genau. Was ich jetzt eben mal mache, ich kann mein kleines zusätzliches Lager herstellen, damit ich ein bisschen mehr Platz habe in meinem Inventar. So, mache ich das eben mal. Alles klar, Sebastian, bis später. Aha, okay. Achso, den kann ich jetzt nicht mal nehmen und da hinlegen. Shit. Das ist natürlich jetzt dumm, ne? Jetzt kann ich hier nicht weiter produzieren. Muss ich tatsächlich hier irgendwas fallen lassen, ne? So wie es ausschaut. Shit. Na gut, okay, das habe ich ja gleich wieder. Das habe ich ja gleich wieder eingesammelt. Ich weiß nicht, wie viel Platz ich brauche für diesen. So, jetzt hänge ich hier irgendwie fest. Was soll das? Ich muss ein bisschen mehr Platz schaffen, aber ich weiß nicht, wie viel. Damit ich den Behälter wegnehmen kann. Alles klar, Silber. Viel Spaß bei Overwatch. Bis später mal. Hau rein. Ach ja, hier habe ich noch eine, ne? Alles klar, vielen Dank für den Hinweis. Ich verschiebe eben mal alles rüber, zumindest kurzfristig, bis ich hier Platz habe für den Behälter, genau, und so. Alles klar, okay. Okay, weiter im Kontext. Wie gesagt, ich wollte ja ein bisschen Nahrung und Trinken auftreiben. Und Hunter, was wäre das nächste? So, ich habe jetzt den Scanner. Ich brauche nach wie vor Kracherpulver, ne? Da muss ich, glaube ich, wieder ein bisschen Silikon einsammeln. Und ich brauche Titan, ich brauche Magnesium, damit ich das Repair-Tool herstellen kann, richtig? Hier, das ist neu. Okay, neue Kreatur entdeckt. Ich brauche ein Schweißgerät, alles klar. Also ich brauche nicht das Repair-Tool, ich brauche das Schweißgerät. Ist das richtig? Alles klar, Gollo, mach's gut. Bis dann, viel Spaß.
Okay, so jetzt kann ich die... Alles klar, jetzt kann ich die Schlingpflanze schneiden mit dem Messer. So, hier muss ich mich mal in Acht nehmen. Okay, aber dann ist es das, was ich gemeint hatte, ne? Das Repair-Tool. Das ist das Tool, was ich jetzt auf jeden Fall als nächstes brauche. Das Reparaturwerkzeug. Du meinst das hier, ne? Hier haben wir den Laserschneider. So, ah ja genau, das bringt uns ja wieder zurück zu dem Thema Graha-Pulver, ne? Also Magnesium brauchen wir, Magnesium kriegen wir durch, wo kriegen wir das nochmal her? War das Salzvorkommen? Ich glaube ja. Titan können wir direkt abbauen. Und dann brauchen wir Graha-Fischpulver, das muss ich jetzt nochmal rausfinden, wo ich die Graha-Fische finde. Ach, das meinst du nicht? Du meinst tatsächlich ein Schweißgerät? Ich dachte, weil in der Kapsel steht ja Use Repair Tool. Von daher dachte ich, ich brauche definitiv zuerst das hier. Das meintest du aber, nee, das ist es nicht. So, ich mache mich mal weiter auf die Suche nach Magnesium und Titan und nach dem Kracherpulver. So, jetzt ist es auch gleich wieder an der Zeit, ein bisschen was zu trinken herzustellen und was zu essen. Ja. Also ja, das war das, was du gemeint hast, ne? Alles klar. Okay, also neue Prio-Liste. Zuerst trinken und Futter herstellen, danach das Repair-Tool. So, hier ist das Wasser. Kreislauf-Tauchgerät, okay. Tauchleine, alles klar. Ich habe neue Baupläne gekriegt. So, das ist das, was wir brauchen, ne? Titan habe ich ja einiges im Lager, das dürfte ausreichend sein. So, ich trinke mal eben was. Was war jetzt das? Hat mir jetzt Nahrung und Wasser entzogen, richtig? Das heißt, ich darf die gar nicht essen. Der eine Fisch. Okay. Kannst du mir das erklären, Hunter, was ich da falsch mache? Lukas, grüß dich. Hi. Alles klar bei dir? Ja, Subnautica ist ja, ein Survival-Game unter Wasser. Hauptsächlich unter Wasser. Und ja, da habe ich jetzt habe ich mir beim Steam Sale gekauft gestern und
habe jetzt ganz frisch reingeschaltet hier in das Game und bin jetzt gerade dabei, mich so ein bisschen mit dem Game vertraut zu machen. Hat auf jeden Fall eine geile Atmosphäre, ne? Ist wirklich schön gemacht. Ja, Hunter, da musst du mir jetzt ein bisschen weiterhelfen. Ich habe ja jetzt ein bisschen Nahrung und Trinken zu mir genommen und dann sinkt plötzlich meine Prozentanzeige. Und ich weiß nicht warum. So, hier habe ich das Titan, das ich brauche. Dann gilt es jetzt als nächstes Magnesium zu beschaffen und dann das Kracherpulver, ne? Magnesium kann ich bereits herstellen. Titan habe ich genug im Lager. Okay. Kracherfische. Wo finde ich die, Hunter? Wo finde ich die? Oder auch an die anderen, falls ihr wisst. Also die da sind es nicht, hast du mir vorhin gesagt. Dann begebe ich mich mal ein bisschen weiter hier nach draußen und entferne mich noch ein bisschen weiter von meiner Kapsel. So, hier haben wir wieder die Blasenfische, die brauche ich fürs Trinken. Hey Mighty Malzbier, grüß dich. Alles klar bei dir? Schön, dass du reinschaust. Okay, in den Höhlen, Hunter, alles klar. Dann werde ich mich als allernächstes jetzt in eine Höhle begeben. Auf der Suche nach Kracherfischpulver. Ach so, das sind die, die immer gleich so aggressiv werden, ne? Wo ich vorhin vorab gehauen bin, ne? Oder? Ist das? Das sind die da, ne? Oh, okay. Meinte, ja, ich bin absolut neu. Ich bin gerade mich mit dem Spiel am Vertraut machen. Ich habe da gestern beim Steam Sale zugeschlagen und jetzt gucke ich mir das Ganze mal ein bisschen an. Finde es auf jeden Fall, es hat eine sehr schöne Atmosphäre. Und ich habe ja, Gott sei Dank, eine freundliche Unterstützung hier von den Leuten im Chat, die sich schon ein bisschen besser auskennen in dem Game und mir ein bisschen über die Schultern schauen und mir ein bisschen helfen, mich zurechtzufinden. Und das ist cool, Leute. Vielen Dank dafür. Oh, Phil, du zockst Steep. Alles klar, hey. Dann bei der nächsten Gelegenheit, wenn ich auch wieder Steep am Zocken bin, dann musst du dich unbedingt einklinken, ne? Dann können wir eine Multiplayer-Session machen. War das vorhin ein Kracherfisch, dieser rote? Ich vermute schon, oder? Muss ich jetzt eben nochmal so einen aufsuchen gehen. Alles klar, Hunter, danke. Also, dann weiß ich Bescheid. Dann gehe ich wieder hier runter und suche wieder eine Höhle auf. Und werde mich mal mit so einem Kracherfisch anlegen.
Da ist einer. So, du meintest, man kann auch... So, wie bekomme ich das Pulver? Wenn der explodiert, kann ich dann was einsammeln? Oder muss ich ihn zur Strecke bringen? Emergency, 10 seconds of oxygen remaining. Ah, alles klar, Mighty. Vielen Dank für den Hinweis. Sehr cool von dir. So, hier ist einer drinnen, ne? So sieht's aus. Ah ja, hier haben wir das. Ach, perfekt. Ich hätte ja auch selber mal auf die Idee kommen können. Und hinschwimmen und schauen, aber nee, ich war zu sehr auf den Fisch fixiert. Als auf diese Pflanze, in der er lebt. So. Klar, ich habe alles, was ich brauche. Ich kann das Repair-Tool herstellen. Du darfst sehr gerne Tipps geben. Ich würd mich sogar drüber freuen, ne, damit ich hier gut vorankomme. Wie gesagt, ist absolut ein neues Game für mich. Ne, ich spiele mich gerade da zum ersten Mal rein. Insofern vielen Dank an alle, die hier mit reinschauen und mir ein bisschen unter die Arme greifen und mich ein bisschen unterstützen. Eigentlich die Schnellzugriffsleiste bearbeiten. So. Jetzt können wir ja hier anfangen zu reparieren. Okay, sehr schön. Hier haben wir noch das... Was war das nochmal? Das... Kommunikationsrelais. Okay, Mighty, alles klar. Den Scanner habe ich bereits. Eine Sauerstoffflasche, also ich habe diese hier habe ich gemacht, wodurch ich dann von 45 auf 75 Sekunden gekommen bin. Und du meinst vermutlich diesen Scanner, ne? Ja, Repair Tool ist auch erledigt. Jetzt ist die Frage, was steht als nächstes an? Okay, hier habe ich meine Energiezellen. Status okay. Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Hüllenintegrität okay. Sekundärsysteme online, alles klar. Ah ja, hier habe ich noch einen Medikit. Beziehungsweise ein Medipack. Ja, dann werde ich jetzt noch mal ein bisschen Nahrung und Trinken herstellen. Riffix, grüße dich. Alles klar bei dir?
Hey Chris, grüße dich. Alles klar bei dir? Alles bestens, danke der Nachfrage. Alles bestens. Ja, wie ihr seht, bin ich gerade ganz gemütlich Subnautica am mich reinspielen und mit dem Game ein bisschen vertraut machen. Ja, mit freundlicher Unterstützung von den Leuten im Chat. Vielen Dank dafür, Leute. Für eure Tipps und Tricks. So, das ist halt auf jeden Fall ein Game, was dich nicht an der Hand nimmt, ne? Hier muss man selber alles austesten und rausfinden. Man wird hier nicht irgendwie durch einen Schlauchlevel geleitet oder so. So, was hat eurer Meinung nach die nächste Prio? Raft habe ich schon von gehört, aber ich kenn's nicht, Kickflip. So, mit dem Scanner hättest du den Fisch scannen können. Ach so, alles klar, ne? Mit dem kann ich mir jetzt natürlich die ganzen Infos reinholen, die ich benötige. So, den mache ich mir jetzt mal hier auf die 1. So, das heißt, ich kann im Prinzip jetzt mit dem Scanner hier rumdüsen und kann mir immer die entsprechende Info reinholen, ne? Alles klar, dann zeigt es mir jetzt aus der Ferne bereits den Namen an und so weiter und so fort, ne? Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Jesse, grüße dich. Nee, oder? Ist das echt so? Oh nee, scheiße, scheiße. Das sind ja mal richtig schlechte Nachrichten. Fuck, jetzt sehe ich es auch. No, ich bin ein riesen Star Wars Fan. Und das trifft mich jetzt echt. Kacke. Zumal sie ja sicherlich noch einiges an Screamtime gehabt hätte. Was ja jetzt super schade ist, dass wir sie nicht mehr sehen werden. Scheiße. Krass, Leute, ne? 2016 ist ein krasses Jahr, was das angeht. Wie viele Schauspieler und Musiker gestorben sind die letzte Zeit. Ach du Scheiße. Ich meine, vor ein paar Tagen kam ja die Meldung, dass die einen krassen Herzinfarkt hatte. Und dann hat man aber nichts mehr groß gehört. Oh fuck, echt. Mega traurig, oder Leute? Mega traurig. Zumal ich mich halt mega gefreut habe, also dass sie halt sowohl in Episode 7 und dann vermutlich auch in Episode 8 noch ein bisschen Screentime hat und man sie noch zu sehen bekommen hat und so. Das ist natürlich jetzt mega schade, dass sie... Aber gut, das ist jetzt nicht das Wichtigste, aber trotzdem... Yeah.
So, also ich habe hier auf jeden Fall in dem Game absolut keinen roten Faden, dem ich folgen kann. Ich bin hier komplett auf mich alleine gestellt und muss im Prinzip selber rausfinden, was ich tue und in welcher Prio ich was abarbeite. Insofern nehme ich gerne jeden Tipp und Trick von euch entgegen. Oh, den darf ich nicht essen, ne? Shit, der hat mir ja mega viel Wasser abgezogen. Alles klar, Mighty, danke für den Tipp. Also einfach die rechte Maustaste gedrückt halten zum Erforschen. So, also die darf ich nicht essen, ne? Das war der hier, der mir so viel Wasser, also Nahrung und Wasser abgezogen hat. So, ich komme hier nicht nach mit der Versorgung. Ich muss jetzt nochmal ein paar Runden drehen und ein paar Fische fangen. Aber schon echt krass, ne? Alles klar, Hunter, bis dann. Schon richtig krass 2016, was da abgegangen ist. Ach so, okay, die verderben, alles klar. Ja, wie gesagt, zu meiner Verteidigung, ich bin absolut nicht Survival-Game-Kampf erprobt. Es ist ein komplett neues Genre für mich. Insofern freut es mich, wenn ihr mir den einen oder anderen hilfreichen Tipp gebt. Gestern George Michael, ne? Heute Carrie Fisher, ey, zu krass, zu krass. Wo sehe ich dann, ob sie bereits verdorben sind? Hat man da irgendwo eine Anzeige? Gut, hier würde ich ja jetzt sehen, was sie mir bringen, ne? Alles klar. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Oh ja, auf jeden Fall. Ich werde nachher noch Rocket zocken. Und wer Bock hat oder wenn noch ein paar mit dabei sind, die Steep mitzocken würden, dann können wir auch gerne auf Steep umswitchen. Definitiv. Ich hatte halt nicht vor, den ganzen Abend Subnautica zu zocken. Beziehungsweise Subnautica. Ich wollte mich auf jeden Fall mal so ein bisschen reinspielen und mir das Ganze anschauen. Und ja, es ist super lustig natürlich. Das Game ist sehr interessant. Aber ja, wie ihr seht, ich bin hier noch sehr, sehr unerfahren und wie interessant das ist für euch im Stream, das weiß ich jetzt auch nicht, wenn ich mich hier so ein bisschen noch rumprobiere und noch nicht so richtig zurechtkomme. Natürlich ist es cool, wenn ich hier Leute mit dabei habe, die mir helfen, wie der Mighty zum Beispiel oder der Hunter. Das ist sehr, sehr geil, Leute. Das freut mich richtig. Aber ich muss mal schauen. Ich werde nachher wahrscheinlich auf Steep oder auf Rocket umswitchen. Kommt auch mal so ein bisschen drauf an, nachher, wer von euch Bock hätte. Wer hätte denn Bock auf Steep oder wer hätte Bock auf Rocket? Wer wäre dabei bei einer Multiplayer-Session? Der schreibt es bitte gerne mal in den Chat. Also du meintest, es steht dann dabei, ob also Alter verwesend gekochter Bumerang. Okay. Alter gekochte. Aha, okay. Naja, also dann kann ich die jetzt schon mal vergessen, ne? So, dann muss ich die rausschmeißen. Alles klar, Mighty. Du sagst, am besten wäre es jetzt mal mit Base-Building anzufangen, okay. Ich mache mir eben noch ein bisschen trinken und tanke ein bisschen
Wassergehalt auf. So, kommen wir zum Thema Base Building. Also Riffix, du wärst bei Rocket dabei, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Oder Steep. Chris, Rocket, alles klar. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf, Leute. Nachher. Noch ein bisschen Action im Vergleich zu diesem Game hier, was sehr, sehr, sehr chillig ist. Was wären denn die ersten Steps? Ah ja, das Base Building ist eins der geilsten Features, alles klar. Ja, ich glaube, in dem Game kommen wirklich noch sehr geile Sachen. Wenn man ein bisschen den Überblick hat und mit dem Game vertraut ist, dann kann das, denke ich, sehr, sehr viel Spaß machen. Ich habe ja das ein oder andere Gameplay angeguckt und es sah schon richtig cool aus. Deswegen habe ich ja auch so Bock drauf gekriegt. Vielleicht hätte ich das erstmal ein bisschen für mich zocken und ein bisschen üben können, aber ich dachte, hey, warum nicht einfach gleich auf dem Stream austesten? So komme ich am schnellsten vorwärts, wenn ihr mir ein bisschen helft. Gollo, du zockst noch eine ganze Weile. Overwatch, alles klar, dann viel Spaß. So, wie ist es mit der O2-Flasche? Kann ich die auch noch irgendwie upgraden? Alles klar, Chris, Riffix, dann können wir, ich sage jetzt mal, das Ganze mal so auf circa 8 Uhr vielleicht zeitlich festhalten, dass wir ab 8 auf Rocket umswitchen und ja, ein bisschen Multiplayer-Action machen. Was haltet ihr davon? Das wäre natürlich super. So, ich fange mal an, hier das Zeugs hier einfach zu machen, ne? Ja, Mighty, falls du noch da bist, kannst du mir ja vielleicht den ein oder anderen Tipp geben, Base-Building-technisch, wie ich da am besten anfange. Ja, Riffix, ich habe einen Discord-Server, kannst du Ausrufezeichen Discord eingeben oder in den Panels unten findest du den Button. Okay, Konstruktionswerkzeug und dann Titan sammeln für die Räume. Alles klar. So, an der Stelle denke ich, speichere ich doch lieber mal ab. So. Konstruktionswerkzeug hat jetzt die nächste Prio, würde ich mal sagen. Und dann Titan sammeln. Alles klar.
Tiergeräusche im Hintergrund. So, du schreibst, das Konstruktionswerkzeug ist in 3-2 das vorletzte. Was meinst du mit 3-2 das vorletzte? Sorry. Ja, ich würd vorschlagen, Leute, ich werde mich in aller Ruhe nochmal ein bisschen mit dem Game beschäftigen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, weil ich nicht wirklich weiterkomme. So, ich kann teilweise nicht mal die Vorschläge von euch umsetzen. Ne, und das ist natürlich dann nicht so toll. Dann verliert ihr wahrscheinlich relativ schnell die Geduld. So, ach so, das meinst du mit 3-2, ne? Das vorletzte Konstruktionswerkzeug. Naja, aller Anfang ist schwer, oder wie sagt man? Wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja die nächsten Tage mit eurer Unterstützung ein bisschen, mich hier in das Game reinzufuchsen. Und wer weiß, vielleicht läuft es ja dann irgendwann rund. Also, ich brauche einen Computerchip und ich brauche eine Batterie. Okay, Batterie kann ich mit dem Silikon. Richtig. Ach so, nee, mit dem Säurepilz und mit dem Kupfererz. Okay, das kann ich jetzt bereits herstellen. Elektronik, da ist es, das habe ich gesucht. Ob ich den Tariko kenne? Ja, den kenne ich. Ist ein sehr cooler Streamer. Der hat auch vor ein paar Tagen meinen Channel geraidet, nachts. Mit einem Host. Das war super lustig. So, hier haben wir die Batterie. Und jetzt brauchen wir noch den Computerchip. Der Computerchip, dazu brauchen wir Silbererz und Tischkorallenprobe. Alles klar, ich speichere mal. Wegen was fragtest du, Riffix? Ja, Mighty Hunter, wo finde ich das Silbererz? Auf die Schnelle.
Ach ja, du hast den. Du verfolgst den Tariko schon so lange, das ist ja cool, ne? Da hast du richtig miterlebt, wie er jetzt schon relativ groß geworden ist, ne? Der hat jetzt schon richtig, der hat jetzt schon mega viele Viewer immer. Ich habe ihn erst vor ein paar Tagen entdeckt und habe aber dann seitdem immer mal wieder reingeguckt und finde ihn sau cool und dann war ich mega überrascht, als er meinen Channel gehostet hat vor ein paar Tagen. Und ich habe es mir dann nochmal hinterher in der Videoaufzeichnung angeguckt und der eine Moment, in dem ich gelesen habe, dass Tariko TV mich hostet, so der Blick, ich bin zwar mega ruhig geblieben und so, aber man hat's, oder ich selber habe es halt gemerkt und ich war innerlich auch mega aufgeregt auf einmal. Ich meine, es war ja nur ein kleiner Host, aber ich fand es trotzdem mega cool, weil ich seinen Stream halt gekannt habe. Im Red Biom, das liegt etwa tiefer. Ich würde noch zwei Sauerstoffflaschen bauen. Also kann ich die Sauerstoffflaschen stacken? Ist das so? Das heißt, ich kann jetzt noch die eine oder andere Sauerstoffflasche bauen. Ah ja, genau, das habe ich mich vorhin gefragt, ob das geht. Ach so, ja, nee, die müssen ja auch nicht unbedingt ausgerüstet sein, ne? Die müssen dann einfach nur im Inventar sein. So, dazu brauche ich noch ein bisschen Titan. Dann gehe ich jetzt eben mal Titan holen. Das heißt, ich muss. So, hier ist keins. Ja, ziemlich krass, ne? Was bei ihm abgeht. Hammer. In so einer kurzen Zeit so viel Streamer ist ja unglaublich. So viel Viewer meine ich. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Ja, wie gesagt, Leute, ich mache jetzt nicht mehr lange hier. Ich muss mich erst ein bisschen zurechtfinden. Ich mag euch nicht weiterhin langweilen, indem ich hier planlos durch die Gegend schwimme. Aber auf jeden Fall sehr cool, dass ihr mir hier ein bisschen helft und Tipps gebt. Und dann fuchse ich mich ein bisschen rein in das Game. Und mal schauen, vielleicht kann ich das ja dann hin und wieder mal streamen, wenn ich ein bisschen durchblicke und dann macht das Ganze auch mehr Spaß. So, ich brauche Titanvorkommen. Finde ich jetzt gerade keins. Das ist ja meistens immer an Höhleneingängen. Was ist das hier? Ja, Follower, genau. Das meinte ich eigentlich auch. Habe ich jedes Mal versprochen. Ich meinte nicht Streamer oder Viewer, ich meinte auch Follower. Das ist richtig krass, ja. Das ist halt auch cool, er macht halt auch immer Community Games. Das ist ja auch das, was ich bei Steep halt die ganze Zeit gemacht habe. Und das macht halt erstens am meisten Laune und ist auch für die Zuschauer immer sehr lustig und unterhaltsam. So, jetzt muss ich aber gleich wieder hier hoch an die Wasseroberfläche. Ja, ne, Mighty, da muss man sich. Oh fuck, ich habe keinen Sauerstoff. Hopp, hopp. Ja. Da muss man sich echt reinfuchsen, ne? Und vor allem, wenn man eh noch nicht so Survival Games erfahren ist wie ich, dann braucht man da, glaube ich, am Anfang ein bisschen Geduld. Umso mehr bin ich froh, wenn ihr mir ein bisschen unter die Arme greift. Ja, ne? Und wenn man die Basics drin hat, dann läuft das schon. Ja, cool. Hey, aber sehr cool, Mighty, dass du mir da ein bisschen hilfst und die Geduld hast. Ihr wisst ja, Leute, es gibt genug Leute, die nicht so hilfsbereit und gechillt sind, wie ihr das seid und dann gleich immer irgendwie einen dummen Kommentar ablassen. Aber umso geiler finde ich es, dass hier. Ich hatte ja eh bisher auf dem Stream echt
nur coole, freundliche, sympathische Leute. Deswegen hat mir das ja auch so Spaß gemacht. Ich streame ja auch erst seit einem Monat und hatte in der Zeit auch schon richtig viel Spaß mit euch Leuten. Wie war das? Ja. Das Problem bei mir ist immer nur, ich verquatsche mich immer, ne? Dann bin ich immer mit euch am Interagieren und mit dem Chat am Quatschen und dann vergesse ich immer das Game und verliere den Fokus auf das Game. So, ich würde sagen. Wobei, nein, ein kleines bisschen mache ich noch. Ein kleines bisschen mache ich noch. Ja, da hast du vollkommen recht, Maite, ne? Je größer der Stream wird, desto mehr Deppen tauchen halt auf einmal auf. Das ist das Problem. An emergency relief team will be dispatched to your location. Estimated arrival time 9999 hours. Okay. So, habe ich hier echt nochmal ein Medikit zum Nehmen? Ja. Ja, ich brauche nach wie vor jetzt als allernächstes. Zuerst speichere ich jetzt mal zwischendurch. So, ich bin ja schon recht stolz auf das, was ich geschafft habe, dank eurer freundlichen Unterstützung. Beim nächsten Mal wird es dann vielleicht schon besser klappen und vorwärts gehen. Danke für eure Geduld. Ja, ich brauche ja für den Computerchip. Mighty meinte ja, ich muss als nächstes das Konstruktionswerkzeug herstellen. Dazu brauche ich den Computerchip. Und für den wiederum brauche ich Silbererz und Tischkorallenproben. Hallo Dersley, grüße dich. Cool, dass du reinschaust. Tischkorallenprobe. Okay, ich vermute, ich muss jetzt mal ein bisschen abtauchen gehen und die ein oder andere Koralle abchecken, ob ich das da kriege. Und dann brauche ich noch das Silbererz. Was machen meine Ressourcen? Wasser muss ich auf jeden Fall. Hier habe ich noch einen Nährstoffblock. Ich brauche noch was zu trinken. Versuche ich unterwegs den einen oder anderen Fisch, vor allem den Blasenfisch, brauche ich wieder. Bekomme ich denn noch, Mighty oder Hunter, bekomme ich denn noch durch andere Fische Wasser oder kann ich das Wasser wirklich nur durch diese Blasenfische herstellen? Sind das die Korallen, die ich brauche? Nee. Ups. So, hier bekomme ich ja auch Sauerstoff, ne? Ja. So, später kann ich noch Früchte abbauen, den Destillierungsanzug finden oder eine Filteranlage bauen. Oh, geil, da kann man noch sehr viel machen. Das finde ich halt schon mal echt cool in dem Game, ne? Da fand ich irgendwie zum Beispiel No Man's Sky, wir hatten es ja vorhin davon, irgendwie relativ mau, was es da alles gab. Also da hat man sich schon ein bisschen mehr erhofft gehabt, ne, von No Man's Sky. Auch wenn die Grundidee, muss ich jetzt mal mitnehmen, auch wenn die Grundidee davon ja richtig cool ist. Ich glaube, wenn No Man's Sky Multiplayer, also richtig gescheite Multiplayer-Features hätte, dann wäre das bestimmt sehr interessant. Und wenn man sich halt dann erstmal das Image verkackt, und das haben sie ja gemacht, indem sie ja falsche Versprechungen gemacht haben, wenn du halt dir erstmal das Image kaputt machst, dann wird es schwierig, die Leute wieder zurückzugewinnen. Skywalker, grüß dich.
cool, dass du reinschaust. Ah ja, wir hatten vorhin uns gefragt, beziehungsweise die Frage kam auf, ob Steep oder Rocket. Jetzt hatten wir ein paar, die sich für Rocket gemeldet haben. Da hast du ja auch letztes Mal mitgezockt, sonst kannst du ja auch bei Rocket noch eine Runde mitzocken. Und dann mal schauen, ich kann heute noch länger streamen. Vielleicht können wir dann nach Rocket sogar auf Steep noch umschalten. Wie ihr Bock habt, Leute. So, die Tischkorallenprobe brauche ich nach wie vor, ne? Mighty, kannst du mir einen Hinweis geben, wo ich das finde? Skywalker, hättest du den Bock, wärst du dabei bei Rocket? Oder du bist heute eher an Steep interessiert? Die Geräusche von den Viechern sind zu geil. Ah ja, ich weiß, Sauerstoff. Kann ich aber nicht abbauen hier, ne? Oh, Lasso, grüß dich. Was? Das ist ja mega schade. Das heißt, bei dir ist es nicht gelaufen, oder wie? Ah, du hast es auf dem Laptop gezockt, ne? Beziehungsweise du wolltest es auf dem Laptop zocken, ne? Hast du ja erwähnt gehabt. Ah, das ist natürlich mega schade, ne? Aber cool, dass du zumindest die Kohle zurückkriegst. Aber dann bist du ja bestimmt auch nachher bei einer Runde Rocket dabei, oder, Lasso? Falls du Zeit und Lust hast, kannst du gerne mitzocken. Ich werde relativ bald umswitchen. So, ich gehe jetzt zurück in meine Kapsel und werde jetzt abspeichern. Dann mache ich ein ganz kleines, ganz, ganz kurzes Päuschen und dann werde ich wieder mit Rocket League einsteigen. Und ja, falls noch Interesse aufkommt, später eventuell noch auf Steep, wobei müssen wir mal schauen, wie lange ich streame. Wobei heute kann ich mir vorstellen, dass ich noch eine Weile am Streamen bin. Insofern... So, den muss ich aber jetzt gleich futtern, damit der nicht verdirbt. Insofern an der Stelle, danke Leute, danke an alle, die mir jetzt geholfen haben hier bei Subnautica. Vor allem Hunter und Mighty, die sich in dem Game recht gut auskennen. Vielen Dank für eure Hilfe. Das hat mich sehr gefreut.
Könnt natürlich jederzeit gerne wieder reinschauen, falls ihr Bock habt und mir ein bisschen unter die Arme greifen beim nächsten Mal, Subnautica. Seid auch herzlich eingeladen, weiterhin noch ein bisschen zuzuschauen, wenn wir jetzt gleich eine Multiplayer-Session in Rocket League machen. Also du kommst später, Lasso, alles klar. Weiß ich Bescheid. Müssen wir mal schauen, wir machen jetzt Rocket oder... Einen Augenblick. So. Okay. Alles klar, Leute, an der Stelle klinke ich mich ganz kurz aus. Bin aber in 10, 15 Minuten wieder am Start und schmeiß den Stream dann wieder an mit einer Runde Rocket League. Wer Bock hat, kann gerne mitzocken oder zuschauen. Vielen Dank an die Leute, die jetzt reingeschaut haben. Ich werde mit Sicherheit weiterhin Subnautica zocken und streamen und hoffe, dass dann auch wieder der ein oder andere mit dabei ist, die mir ein bisschen unter die Arme greifen. Und ja, an der Stelle, bis nachher, Leute, ne? Hau rein, bis gleich.